Heidi-Lio, liebe Freunde von Backen ist nicht Kochen. Heute mal wieder was aus der Serie From Nose to Tail. Und zwar habe ich einen Kalbsbries gemacht. Das ist die Thymusdrüse vom Kalb. Und dazu gibt es Morcheln und grünen Spargel. Habe noch ein klein wenig Kartoffelpü dazu gemacht. Wie es funktioniert, was er dazu braucht, das seht ihr in dem Video. Ich wünsche euch richtig viel Spaß dabei. Im Einzelnen die genauen Mengenangaben wie immer unten unter dem Video. Erstmal ein schönes Kalbsbries. Ein Kalbsbries, das ist die Thymusdrüse vom Kalb, die sitzt unterm Brustbein, sieht zwar ein bisschen aus wie Hirn, ist aber nicht so, bildet sich dann beim erwachsenen Rind wieder zurück. Dann brauchen wir hier Morcheln. Ich habe da die getrockneten genommen, die habe ich vorher gewässert. Apropos wässern, auch das Kalbsbries muss man, bevor man es verarbeiten kann, also ich habe das jetzt hier gute 5 Stunden lang im kalten Wasser gewässert, das Wasser immer mal erneuert. Die Haut habe ich im Groben schon runtergezogen. Wie gesagt, dann haben wir halt hier die Morcheln, die habe ich gewässert, dann ausgedrückt und die ganz großen nochmal halbiert. Dann habe ich hier grünen Spargel, einen richtig schönen Gemüsefond, Sahne, Weißwein, Pfeffer, Salz, Zucker, eine Zwiebel, etwas Butterschmalz und richtige Butter. Und natürlich wie immer, wenn wir kochen, einen guten Weißwein für den Koch. Wir beginnen mit der Soße. Habe ich mir hier eine Pfanne aufgesetzt und da werde ich jetzt einen guten Teil von der Butter zum Schmelzen bringen bzw. heiß werden lassen. Und dann habe ich hier den Spargel. Den werde ich mir hier einfach in so Stücken von ja so 2-3 cm schneiden. Das ganz untere Ende, wo das etwas holzig war, das habe ich natürlich vorher schon abgeschnitten. Das sollte reichen. Und wenn jetzt hier die Butter geschmolzen ist, werde ich hier ein klein wenig Zucker drin einrühren. Und den so leicht erstmal ankaramellisieren lassen und in diese Butter werde ich, wenn sie dann richtig heiß ist, den Spargel geben und den erstmal kurz anbraten. Das dauert jetzt so circa 5 bis 6 Minuten. Und danach kommen die Morcheln dazu. Die Morcheln habe ich jetzt hier dazu gegeben. Die werden jetzt auch so circa 2-3 Minuten nochmal mit angebraten. Und anschließend lösche ich das Ganze mit Weißwein und der Gemüsebrühe ab. Aber da hole ich euch dann gleich wieder dazu. Wie gesagt, Weißwein. Einmal die Gemüsebrühe und jetzt gehen wir hier mit der Hitze runter auf mittlere Temperatur. Also ich habe jetzt hier 4 von 9 und dann decken wir die ganze Sache ab, mangels Deckel wieder die Abdeckpfanne und dann lassen wir das jetzt so gute 2-3 Minuten dünsten. Nach den 3 Minuten kommt die Sahne dazu. Und wird jetzt ebenfalls noch mal so 3-4 Minuten abgedeckt eingeköchelt. Danach geht es ans Abschmecken mit Salz und Pfeffer und dann wäre der Teil schon mal fertig. Wie gesagt, jetzt wird sich das Ganze einfach nur mit ein klein wenig Salz und frischem Pfeffer ab.
einmal durchgerührt. Natürlich kurz probiert. Perfekt. Das ist fein. Jetzt können wir hier mit der Temperatur runtergehen. Die Konsistenz ist auch in Ordnung. Decken es ab. Und jetzt kümmern wir uns um das Kalbsbries. Für das Kalbsbries habe ich mir, wie gesagt, hier ein klein wenig Butterschmalz in der Pfanne bei mittlerer Hitze warm werden lassen. Und da gebe ich jetzt einfach die Briesstücken dazu. Da müsst ihr aufpassen. Es kann sein, dass das spritzt. Also immer etwas in Deckung gehen. Vor allem nachher beim Wenden. Jetzt lasse ich das erstmal hier schön bei mittlerer Hitze von allen Seiten anbraten. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Während das Bries brät, können wir das ein klein wenig schon mal an der einen Seite mit Salz und frischem Pfeffer abwürzen. Und wenn das dann von der einen Seite leicht angebraten ist, kann man das dann wenden. Damit auch von der anderen Seite gewürzt werden kann. Und wie gesagt, dann lassen wir die ganze Sache noch ein klein wenig anbraten, dass es so ein bisschen Farbe nimmt, bevor wir dann die Zwiebeln dazugeben. Wenn das Kalbsbries so ein klein wenig angebraten ist, machen wir die klein gewürfelte Zwiebel dazu, damit auch die ein klein wenig anbraten kann. Es dauert jetzt noch ein paar Minütchen, bis die Zwiebeln richtig schön Farbe genommen haben. Dann wird das Ganze von der Hitze runtergenommen und ähnlich wie bei einem Steak zieht das dann nochmal durch, muss noch etwas ruhen und dann können wir anrichten und probieren. Angerichtet habe ich es und jetzt gilt es, die ganze Sache mal zu probieren. Ich muss zugeben, das ist das erste Mal, dass ich Kalbsbries esse. Sieht schon mal relativ gut aus und deswegen fange ich auch mit dem Brie an oder Bries, wie auch immer. Klein wenig Soße, klein wenig Spargel und Morchel dazu. Wenn noch so ein bisschen Kartoffelpü dabei ist, schadet das nichts. Und dann sage ich mal auf euch. Von der Konsistenz hätte ich mir das jetzt ganz, ganz anders vorgestellt. Das ist also wirklich super zart, so ich sag mal wie Fisch oder Hühnchen von der Konsistenz. Geschmacklich sehr fein, eine edle Sache. Schmeckt so ein klein wenig nach Kalb oder nach Rindfleisch. Die Morcheln, muss ich sagen, das ist mal eine edle Geschichte. Mit dem grünen Spargel, mit dem Zucker, das kommt auch richtig gut. Kartoffelpü schmeckt sehr nach Kartoffelpü, soll es auch. Alles in allem, denke ich mal, ein sehr gelungenes Gericht. Sind wirklich ganz, ganz wenige Komponenten eigentlich, außer dem Kartoffelpü sind nur drei. Ist eine relativ schnelle Nummer, sage ich jetzt mal. Und probiert es unbedingt mal nach. Habt mir nicht jeden Tag auf dem Tisch. Und falls ihr Spaß an dem Video hattet, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar. Läutet die Glocke und bis zum nächsten Mal bei Backen zum Kochen.